das Besondere an diesem Treff hier? Das Besondere an diesem Treff ist, dass wir generationsübergreifend uns hier allmonatlich wiedersehen. Das heißt, es ist kein fester, es ist kein Muss dahinter, sondern es kommen, wir kommen alle freiwillig. Aber weil es uns so viel Spaß macht, ist dieser Abend in der Regel auch von den meisten gern besucht worden. Warum gibt es diesen Stammtisch nur beim MSV? Ja, wir wissen das auch nicht. Also wir haben ja sehr viele Spieler, die hier aus der Region kommen. Also Umkreis Meidrich haben wir 7, 8 Spieler in der Mannschaft gehabt. Dazu kam der lange Manglitz, Hennes Savard dazu. Und die fühlten sich alle so wohl, wenn man jetzt heute mit Manglitz sprechen würde. Seine Zeit in Köln, da will ich nichts drüber hören. Meine Zeit war bei MSV. Trotzdem er in Köln erste Nationalspieler geworden. Weil also dieses Gemeinschaftsgefühl, dass wir als Meidriger Junge, die ja immerhin mit 7 Mann in der Bundesliga zusammenspielten, von daher rührend dieser Abend immer wieder neue Episoden von früher auffrischt. Was war der absolute Höhepunkt Ihrer Karriere? Die Europameisterschaft oder doch was beim MSV? Nee, denn die Europameisterschaft war nicht eigentlich, sondern ich habe 2-mal im Pokal ins Spiel gestanden und das würde ich als Höhepunkt sehen. 1966, als wir das erste Mal im Pokal ins Spiel standen in Frankfurt. Haben wir leider gegen Bayern München 4-2 verloren. Dann in Hannover das nächste Pokal-Endspiel auch verloren. Und das war schade, aber die hätte ich gerne als Sieger mitgemacht, aber es hat nicht geklappt. Der Erfolg, den wir hatten, machte in erster Linie die Tatsache aus, dass wir als Jugendspieler hier schon miteinander zusammen über die Zeit der Jugend gespielt haben und darüber hinaus uns also von Jugend an schon gut verstanden, dann sich das in der ersten Mannschaft wieder weiter fortsetzte und dadurch wir eine Truppe zusammen hatten, die einfach so stark war, die deutsche Bundesliga im ersten Jahr unerwartet aufzumischen. Und was wünschen Sie sich noch für die Zukunft und den hier Anwesenden? Ja, dass wir uns noch lange zusammen hinsetzen und flöhen können, so wie jetzt. Und wie jetzt wieder heute Rainer Budde, der nach praktisch nach 3/4 Jahr erst mal wieder war, hier war. Dass der MSV Duisburg auch mal wieder die Kurve kriegt, vielleicht ins obere Haus wieder einzuziehen. Ich denke, das wünschen wir uns alle. Vielen Dank.